und da sind wir wieder bei The Town of Light und wir gucken jetzt hier raus. Und dann, ich denke mal, geht's langsam in die finale Phase. Würde ich mal behaupten, aber das sehen wir gleich. So, hier haben wir jetzt nichts. Wir könnten uns jetzt hier auch mal theoretisch nochmal ein bisschen umgucken. Hier um die Klinik oder was immer das ist. So, ja, ich denke mal, wir schauen uns mal ein bisschen um, weil da hinten ist ein Loch in der Wand. Loch in der Wand ist schon mal ganz gut und hier geht es auch irgendwo hin und ich weiß nicht wohin. Darum gehen wir jetzt hier mal hier zum Loch in der Wand, weil in der Wand, weil das ist interessant, das Loch in der Wand. Gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Also wir können zwar reingucken, aber nicht reingehen. Können wir durch die Fenster gucken? Na, die sind natürlich zu. Ne. Da haben wir keine Chance, hier reinzukommen. Und die Knöpfe funktionieren ja alle nicht. Schade. Hätte gern mal reingeguckt, um zu schauen, was da drin ist. Aber wahrscheinlich auch wieder nur irgendwelche Krankenzimmer. Obwohl es hier schon wie Gefängniszellen aussehen. Lustig ist, dass das hier immer noch hallt, obwohl wir draußen sind. So, hier geht es ganz raus, nehme ich mal an. Dann gucke ich mal, was es da hinten gibt. Aber da gibt es schätzungsweise... Oh. 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden, jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Ach, René, du machst Sachen. Oh je. Hier drin ist es hell. Was ist denn hier los? Okay, hier geht's nicht lang. Suizid ist immer scheiße. Das macht mich nicht froh. Okay, dann gibt's hier wohl tatsächlich nur einen Raum, wo wir rein können. Und da gehen wir jetzt auch rein. Ins Licht, quasi. Okay, und los geht's. Gott, hier wird das jetzt echt brutal hell. Bin mal gespannt, was wir hier gleich haben. Okay. Hier kommen wir auch nicht. Ah doch, hier kommen wir rein. Gott, ist das hell. Da tut er in den Augen weh. Haben wir hier irgendwas? Nee. Außer ein paar Röntgenbilder. Sagen die irgendwas über uns aus? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier haben wir sonst nichts. Hier wird es wieder angenehm dunkel. Außer hier. Hier ist wieder ein bisschen heller. So, haben wir hier überhaupt eine Tür, wo wir rein können? Ich finde nämlich derweil nichts. Müssen wir hier vielleicht doch nicht lang? Oder was? Ich will jetzt nicht wieder irgendeinen ganzen Weg wie im letzten Video zurücklaufen und dann waren wir ja doch die ganze Zeit richtig. Weil das wäre wirklich ärgerlich. Man kann nicht hier irgendwas mit dem Tisch machen. Die Hirnoperation Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher als noch in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik von A.E. Monitz wurde... Ja, das ging schnell weg. Schade.
Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontlappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Das ist ganz schön ekelhaft. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Mundet 1949 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50er Jahren das Medikament Chloro... Oh Mann, das geht aber so schnell. Ich lese doch nicht so schnell. Bin noch langsam im Lesen. Schweine. Oh Gott, jetzt ist hier Lobotomie-Zeit, wa? Oh, scheiße, scheiße. Lasst mich bloß in Ruhe. Ihr Schweinegesichter. Oh Gott. Ach, das mit Oculus Rift ist bestimmt voll lustig. Wo du denn wirklich das Gefühl hast, dir wird ein Keil in den Kopf gehauen. Hallo? So, das bin denn wohl ich? Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, komm. Nee, 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 nicht zeigen. Nicht. Oh Gott. Oh Gott, das ist so schlimm. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Das ist ja das allerschlimmste Spiel der Welt. Oh. Oh, das ist nichts für mein schwaches Gemüt. Oh, puh, da wird mir doch ein bisschen duselig. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Der Gronk. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23. Aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Um all dies zu verhindern. Mother, I am
Ja, Freunde, das war The Town of Light. Sehr, sehr trauriges Spiel. Nicht gerade lebensbejahend im Großen und Ganzen, aber sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn jetzt lange Pause gewesen ist. Hat euch hoffentlich trotzdem gefallen. Das war der letzte Teil vom Spiel und wir sehen uns hoffentlich demnächst beim anderen Spiel. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und ciao.